Herzlich willkommen im Ungleichland. Wenn man einmal versucht, die Vermögensverteilung in Deutschland relativ plastisch darzustellen, dann kann man das recht einfach in Form von einem DIN A4 in der Form, dass ich hier unten anfange, meistens im Minusbereich, nämlich ein Teil der Bevölkerung ist verschuldet oder sogar überschuldet. Dann kommt ein relativ weiter Bereich, wo Vermögen faktisch mehr oder weniger null sind und dann so langsam am äußeren Rand steigt das exponentiell nach oben hin an. 95% der Bevölkerung. Und die Frage ist natürlich, wie weit weg ist der reichste Mensch? Platz 1 der deutschen Reichenliste des Manager-Magazins belegt die Unternehmerfamilie Reimann. Ihr geschätztes Vermögen 33 Milliarden Euro. Wenn 95% der Deutschen auf ein DIN A4 Blatt passen, wären sie davon sagenhafte 6,6 Kilometer entfernt. Insgesamt gehören den reichsten 5% der Deutschen die Hälfte der Wohnungen und Häuser. Jeder Zweite besitzt keine Immobilie. Die Deutschen sind Mieter und müssen für das Wohnen immer mehr zahlen. So sind die Preise für eine 80 Quadratmeter große Wohnung in den letzten 10 Jahren gestiegen. Eine wesentliche Erkenntnis unserer Forschung ist, Ungleichheit sorgt dafür, dass sich die Menschen voneinander entfernen. Sie zerrt am sozialen Gefüge, zerfranst es. Ungleichheit treibt uns auseinander. Sowohl räumlich als auch von unseren Erfahrungen her, psychologisch. Ungleichheit ist nicht grundsätzlich schlecht. Natürlich haben Menschen unterschiedliche Begabungen. Sie sehen anders aus, haben nicht dieselben Eltern. Der Punkt, an dem ich mir als Soziologin Sorgen mache, ist, wenn Menschen Vermögen anhäufen. Und das bedeutet, dass sehr viel Geld von Generation zu Generation weitergereicht wird. Das zementiert die Ungleichheit in einer Gesellschaft und schränkt gleichzeitig die Chancen für den Rest der Bevölkerung ein. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg hat ein ehemaliger Innenministeriumsregierungsrat ein Jahrbuch der Millionäre rausgegeben. In diesen Jahrbüchern der Millionäre findet man zahlreiche Namen, die einem sehr bekannt vorkommen. Wenn man sich diese reichen Listen anschaut, bekommt man schon den Eindruck, dass altes Geld eine sehr große Rolle spielt, um heute bei den ganz großen Vermögen dabei zu sein. Der Abstand zwischen denen, die nur Arbeit haben, und denen, die eben der Oberklasse angehören, hat sich gewaltig vergrößert. Wenn die Menschen wirklich verstünden, wie unglaublich unfair der Wettbewerb in der modernen Weltwirtschaft ist, würden sie sich wehren. Tausende schrieben in den letzten Monaten online schon unter dem Hashtag Ungleichland zum Film, veröffentlichten zum Beispiel ihr Gehalt. Eine Industriekauffrau, Automobilbranche, 1600 netto. Eine Sozialarbeiterin in der Reha-Klinik, 1648 netto. Ein Bauingenieur 1970 netto, ein Facharzt nach 12 Jahren Ausbildung 2768 netto. Mit einem Nettoeinkommen von 3500 Euro gehört man als Single zu den oberen 10%. Besonders ungleich das Vermögen. Die Hälfte hat weniger als 17.000 Euro. Davon kann man sich leisten einen Golf, einfachste Ausstattung, oder Schuhe und Bekleidung für 1,6 Kinder von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Oder 3,3 Quadratmeter einer Neubauwohnung in Frankfurt. Der allergrößte Teil des Zuwachses an Einkommen ist den wenigen Menschen ganz oben auf der Einkommensskala zugute gekommen, dem oberen Prozent. Die Einkommen von Menschen aus der Mittelschicht und unterhalb der Mittelschicht sind nicht gestiegen, teilweise sogar gesunken. Eine breite Mittelschicht ist für eine friedliche und demokratische Gesellschaft unerlässlich. Die fortschreitende Polarisierung der Gesellschaft und die immer kleiner werdende Mittelschicht wird zu Problemen führen. Wir betreten hier Neuland. Und wir sollten uns fragen, ob eine erfolgreiche Gesellschaft wirklich funktionieren kann, wenn die Schichten so weit auseinanderdriften. Citizenship with lots of people who are rich, but also lots of people who are below the middle class level. The world is at a crossroads today. Die Welt steht heute am Scheideweg. Wenn es nicht gelingt, einen neuen sozialen Vertrag zu schließen, werden die, die verletzt worden sind,
die vielen, vielen Menschen, die verletzt worden sind, rebellieren. Es ist ein neuer globaler Kapitalismus, der Finanzkapitalismus. Um herauszufinden, wie dieses System funktioniert, hat sich die Soziologin Brooke Harrington selbst zur Vermögensmanagerin ausbilden lassen. Es ist ein globaler Beruf und deshalb musste ich in 18 Länder reisen. Von den Cayman Islands zu den britischen Jungferninseln, zu den Cookinseln, mitten im Südpazifik, auf die Seychellen und nach Mauritius, nach New York, London und in die Schweiz. Einfach überall hin. Eine der wichtigsten Lektionen, die man während der Ausbildung zum Vermögensverwalter lernt, ist die Welt als eine Art rechtlich-finanzielles Einkaufszentrum zu sehen. Man geht zu den verschiedenen Staaten wie zu Läden in einem Einkaufszentrum und man sucht sich die Gesetze und Bedingungen aus, die am besten zu einem bestimmten Vermögenswert passen. Als Vermögensverwalter muss man also wissen, wo man die idealen rechtlichen Bedingungen findet, um das Beste mit der Kunstsammlung, der Yacht oder dem Familienbetrieb zu machen. In der modernen kapitalistischen Investmentgesellschaft hat es einen massiven Wechsel von Arbeit hin zu Investment gegeben. Man nennt das Finanzialisierung. Das sind ganz klare Elemente einer Kunstwelt, für die nur ein abstrakter Geldbetrag zählt, aber nicht die Lebensqualität vor Ort, bei den Menschen, bei den Märkten, in der Gesellschaft. Now you can get rich. Heute wird man reich, wenn man von seinem Kapital lebt, nicht von herkömmlicher Arbeit, nicht vom Schweiß seines Angesichts, wie man sagt, sondern wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort investiert.